Borghese MT und Dorothee Schneider. Dieses Pferd zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es unheimlich viel Grundschwung mitbringt, im Trab wie im Galopp sehr schön vom Boden kommt und alles, was schwunghaft dargestellt wird, in sehr, sehr schöner Bergauftendenz. Der Trab von Hause aus unheimlich energisch, mit viel natürlicher Kadenz ausgestattet, ganz bedeutende Verstärkungen in der ersten mit einem Takt versehen. Danach fand das Pferd aber sogleich wieder in die gewünschte Balance und dann war die Verstärkung sehr, sehr ausdrucksvoll mit viel Schulterfreiheit und bemerkenswertem Schub. 8,5 für den Trab. Im Schritt hätte man sich mehr Losgelassenheit gewünscht, imponierend allerdings die absolute Taktsicherheit, ungeachtet der Spannung, auch vor dem Übergang bei M ganz sicher im Viertakt, 7,5. Die Galoppade, ein Höhepunkt dieser Präsentation, durchweg in hervorragendem Bergauf mit sehr aktiven Hinterbeinen, durchweg gutem Untersprung und schon erkennbarer, wenn auch nur angedeuteter Versammlungsbereitschaft. Imponierend insbesondere die Verstärkungen über unheimlich viel Boden, sehr rhythmisch, ohne eiliger werdend, einfach nur großzügig den Raumgriff verbessernd und vergrößernd, 9,0 dafür. Das Pferd durchweg bei guter Maultätigkeit, sicher an den Hilfen, minimale Spannung im Schritt. Allerdings auf der anderen Seite ein schon sehr gut gesetzter Übergang beim einfachen Wechsel und eine gelungene Kurzkehrtwendung. Das Pferd durchweg in gutem Seitenbild, also mit der gewünschten Anlehnung, 8,5. Gesamteindruck gleichfalls 8,5. Gesamtwertzahl 8,4. Herzlichen Glückwunsch. Und im Preis der Taunus-Sparkasse begrüßen wir als nächstes im 4.